Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Tja, wir werden täglich mit Nachrichten bombardiert, die uns fragen lassen, wie verrückt dieses Land geworden ist. Ich will einfach mal nur ein Streiflicht hier rausnehmen. Die Antifa kündigt Plünderungen an oder fordert sie von ihren Anhängern ein. Und die Tagesschau warnt vor Rechtsextremen. Darauf hat in dieser Woche eine Twitter-Teilnehmerin aufmerksam gemacht. Ich blende hier mal mit dem Screenshot das ein, was sie geschrieben hat. Und dann habe ich mich auf die Suche gemacht nach den genannten Quellen. Hier indimedia.org, Covid-19 und Militanz. Da wird aufgerufen, durchbrecht den Versuch, uns zu vereinzeln. Also auch der Blick auf die beginnenden Ausgangssperren oder Einschränkungen, drastischen Einschränkungen unserer Bewegungsfreiheit. Macht Notküchen, organisiert Flashmobs, Aufstände, Plünderungen. Vereinzelt greifen Tageszeitungen so etwas auf. Zum Beispiel im Tagesspiegel habe ich das gefunden. Linksextremisten rufen zum Plündern auf. Und dann lesen wir oder sehen wir, muss man sagen, zum Beispiel die Tagesthemen am 19.03. vor 2 Tagen mit einem Beitrag Corona-Krise und rechtsextreme Hetze im Internet über Rechtsextreme, die die Demokratie demontieren wollen. Tja, diejenigen, die bisher noch zumindest überwiegend die Deutungshoheit im Land haben, also die politische Kaste mit den Parteien, die seit 2 Jahrzehnten andauernd in wechselnden Koalitionen regieren, und die Medien, die sich zu Hofberichterstattern gemacht haben, indem sie sich freiwillig andienen. Die wissen, dass viele von uns jetzt zu Hause festsitzen im Homeoffice, dass wir nur noch aus triftigen Gründen das Haus verlassen können, und die fürchten, dass wir solche aufrührerischen Sender oder Kanäle wie diesen hier schauen. Und das passt ihnen nicht, das regt sie auf und das beunruhigt sie. In dieser Woche bin ich persönlich in einem Kettenbrief als rechtspopulistisches Dreckschwein bezeichnet worden. Ich nehme es gelassen, das zeigt eigentlich nur, dass wir Verbreitung haben, dass wir nicht in einer Filterblase unterwegs sind, sondern dass man uns auch anderswo bei denen, die das nicht passt, was hier gesagt wird, was aber mit jedem Satz durch einen Screenshot unterlegt und belegt wird, die das nicht haben wollen. Nochmal in die Media. Der Aufstand in den Tagen des Coronavirus. Da wird hier gesagt, was man jetzt machen kann, wenn viele Menschen nicht mehr aus dem Haus rauskommen und dafür auch, wie gesagt, triftige Gründe brauchen. Einkaufen, Apotheke, tanken, Gassi gehen mit dem Hund und so weiter. Jemand anderes könnte sich dazu entschließen, das Infrastruktursystem anzugreifen. Hier wird also gefordert, Infrastruktur zu beschädigen, Anschläge darauf auszuüben. Dasselbe Infrastruktursystem, das dem Virus und seinen sicheren Nachfolgern erlaubt hat, sich mit einer solchen Geschwindigkeit zu bewegen. Natürlich könnte dies die Versorgung der verschiedenen Städte verzögern. Also ein klarer Aufruf. Und dann lesen wir gestern Abend in der Bild Anschlagversuch auf ICE-Strecke. Und da heißt es dann, dass das bei Niedernhausen passiert ist, also ein bisschen nordwestlich von Frankfurt. Auf 100 Metern Länge wurden da Schienenschrauben an der Schnellstrecke nach Köln gelockert. Und da heißt es im Text bei der Bild, die Polizei sprach nicht von einem möglichen terroristischen Hintergrund. Und kein Streich von Jugendlichen. Man lässt da völlig offen, was passiert ist, und sagt uns nicht, zumindest bisher nicht, was der Hintergrund ist. Und Sie können sich jetzt das selbst denken, was Sie wollen. Nochmal in die Media, korrektes Verhalten beim Plündern. Auch noch ein Beitrag in dieser Woche. Da ist jetzt eine ganze Kanonade von Rezepten, sage ich mal, wie man in der kommenden Ausgangssperre vorgehen kann, um dieses Land zu destabilisieren. Achtung, dieser Text ist kein Aufruf zum Plündern. Ich lehne Plünderungen überwiegend ab. Da ist schon wieder die Einschränkung, und dann kommt eine ellenlange Liste mit dem, was diejenigen, die plündern wollen, so machen sollen oder können. Ermahnt alle, die reingehen, zu ihrer eigenen Sicherheit Vermummung und Handschuhe anzulegen. Zum Beispiel dann zerdeppert sofort den Alkohol, schickt Leute umher, die Fluchtwege auschecken und Bewegungen der Bullen melden. Sichert die Feuermelder, diese helfen auch als Waffe gegen Bullen und andere Idioten. Sowas kann man da lesen. Die sollten eigentlich verboten sein, sind sie angeblich auch lange, aber das Gedankengut, diese Aufrufe zu Gewalt und Aufständen und Beschädigung wichtiger Infrastruktur, liest man hier an ganz ausführlich. Handyfilmer und ähnliche kriegen ihr Spitzelwerkzeug abgenommen. Und als letzten Punkt, wenn ihr Kapazitäten habt, beteiligt euch am Barrikadenbau in den
den umliegenden Straßen. Tja, man stelle sich vor, die AfD hätte sowas ins Internet gestellt. Und das Verrückte, der Wahnsinn, den wir hier erleben, Tag ein, Tag aus, den hat Willi Wimmer in dieser Woche mehrfach, aber zuletzt in einem sehr schönen Kommentar aufgeschrieben: Todesseuche, Gott schütze Deutschland und Italien und Russland und China und die USA. Das ist jetzt bei uns im Blog, den Link finden Sie unter diesem Video und ich lese Ihnen nur mal zwei kleine Abschnitte vor, die sehr, sehr viel aussagen über die Hintergründe dessen, was wir gerade in Deutschland erleben. Wir leben in einem Land, in dem das freie Wort seit dem Umzug von Bonn nach Berlin unmöglich gemacht wird. Durch mächtige Gruppen geschieht dies mittels der Führungspresse, aber auch durch den Staat in vielfältiger Weise. Gerade in diesen Tagen läuft die Maschinerie der Einschüchterung auf Höchsttouren. Der Staat holt seine Baseballschläger heraus. Diesen Satz muss man sich nochmal in Ruhe durch den Kopf gehen lassen. Der Staat holt seine Baseballschläger heraus. Man muss sich allerdings fragen, ob das staatliche Vorgehen dem vorgeblichen Schutz der Rechtsordnung und vor allem des Grundgesetzes gilt oder dem Umstand, die Parteien des fortdauernden Verfassungsbruchs, koste es, was es wolle, vor dem Wählerwillen zu schützen. Ein Grundsatz des Rechtsstaates wird deshalb seit Jahren und konsequent mit genagelten Schuhen getreten, die andere Seite zu Wort kommen zu lassen. Da versteht man vieles mehr, wenn man Willi Wimmers Sätze liest. Und dann noch zum Schluss, der von der Bundeskanzlerin betriebene Umbau unseres ehemals freiheitlichen Staates zugunsten einer neuen Ordnung der Nichtregierungsorganisationen dürfte eine offene Diskussion nach Ende der Todesseuche nicht überstehen. Darum werden sie allerdings kämpfen und notfalls so viele Menschen nach Deutschland verbringen, dass demokratische Prozesse de facto deshalb unterbleiben müssen, weil sonst die öffentliche Ordnung nicht mehr rudimentär garantiert werden kann. Die Migration ist die innerstaatliche Voraussetzung für die Globalisierung. Und beides zusammen ist unter den heutigen Umständen das Ende der grundgesetzlichen Freiheit. Tja, und gestern Abend, als ich das hier vorbereitet habe, habe ich noch zwei Meldungen gefunden, die noch dazukommen. Der Gouverneur des Staates New York, Andrew Cuomo, der hat angeordnet, dass alle New Yorker zu Hause bleiben müssen. Und Italien hat weitere 600 Todesopfer in der Corona-Krise beklagt und bekannt gegeben. Und dann haben wir eine zusätzliche Meldung, dass der Crash, den wir im Augenblick auch an den Börsen sehen, der sich gestern fortgesetzt hat, dass der jetzt schlimmer ist als der, der in der großen Depression erlebt worden ist. Das ist also das, was ganz oben Panik auslöst und die Menschen im ganzen Land verängstigt. Und die Angst, die wird noch gesteigert durch das Missmanagement der Krise. Und dann habe ich gestern zum Abschluss jetzt noch ein Zitat gefunden in der Facebook-Seite von Roswitha Reintgen und das stammt von schwarzerkaffee.com. Sagt gerade ein Virologe im Fernsehen, die beste Waffe im Krieg gegen den Coronavirus ist der gesunde Menschenverstand. Wir sind verloren. Die meisten von uns sind unbewaffnet. Das muss man nicht kommentieren.